Ich bin der Mimin Aktürk, die Nummer 8 von Blau-Weiß Oberhausen. Ich bin Lars Bruckwiller, Nummer 6 von Blau-Weiß Oberhausen. Und wir tippen jetzt den Spieltag Nummer 23. Genç Osman zu Hause gegen Hamburg 07. Genç muss auf jeden Fall gewinnen, ne? Ich sag, Hamburg muss einmal einen Platz erwachen. 3-1 für Genç Osman. Würde sich da anschließen? Ja, kommt hin. Olympia gegen Vier Linden. Vier Linden hat einen Lauf, aber die müssen auch mal hängen bleiben. 1-1 würde ich sagen. 1-1, ja. VfB Bottrop gegen DJK. Ich sag ein 3-0 für VfB Bottrop. Kommt hin. Bocholt 2 gegen Krechting. 2-1 Krechting. Ja, Krechting wird auf jeden Fall das Ding für sich entscheiden. Oh, Bottrop Ebel gegen Fortuna Bottrop. Bottrop Ebel sehe ich sehr stark zu Hause. Die werden auf jeden Fall, ja, 2-0 würde ich tippen. Bei denen auf Asche, ne? Bei Asche, ja. Asche ist das. Okay. Heimvorteil. Ja, auf jeden Fall. Dann SV, SC Bocholt gegen Stärkrade 607. Ich glaube Stärkrade. Meinst du, der Peter Müller ist in Form? Also, kann man so, ja, sagen. Dann würde ich sagen, dann macht er auf jeden Fall einen Doppelpack. Wird dann ein 1-2. Dann Friedrich gegen Lohberg. RWS Lohberg. Ah, sag mal, auch ein Unentschieden, ne? Ja, ich würde auch so 1-1 tippen. Ja. Fallen auf jeden Fall nicht viele Tore. Oh, SV Adler gegen Mündelheim. Die haben ja hier eine richtige Tracht gekriegt eigentlich. Die werden auf jeden Fall, ich sag mal, die werden sich den Frust von der Seele schießen. Also ich sag mal ein 5-1. Der Gino wird 2 Tore machen. Der Abdel wird einen machen. Und der Hauner wird auch netzen. Aber das wird auf jeden Fall nicht leicht für Mündelheim. Die sollten sich auf jeden Fall schon mal warm anziehen. Und dann unser Spiel, Blau-Weiß. Also hier zu Hause gegen Meidrich. Also ich würde sagen 4-1, aber da der FS so stark im Tor ist, ja, sage ich. Also 4-0, ne? Also ich werde auf jeden Fall auch einen machen. Willst du einen machen? Ich bin auf Hochzeit. Ach, du bist gar nicht da? Ja. Ja, dann würde ich sagen 3-0. Weil dann fällt ja dein Tor weg, ist ja klar. Alles klar. Also, ne? Das war's. Das war's. Das war unser Spieltag, Nummer 23. Genau.